Hallo! Morgen werden unsere kleinen Golden Retriever-Welpen 4 Wochen alt. Und ab morgen kommen die lieben Familien und suchen sie einen Schatzilein aus. Alle haben schon Bewerber, klasse. Und heute möchte ich euch ein bisschen genauer zeigen, dass sich jeder ein bisschen was vorstellen kann. Es ist so, dass jetzt die Zähne schon durchgebrochen sind. Da machen wir mal bitte eine Nahaufnahme, so gut es geht. Machen wir auf dein kleines Schnauzi. Geht das? Sieht man da was? Das kleine Löwengebiss. So. Das ist der erste Rüde, den ich euch zeige. Der ist natürlich total schön wie alle. So. Vom Fell her sind sie jetzt schon richtig bötzig. Ganz kuschelig. So, schaust du ein bisschen rein da in die Kamera. Ja, ganz lieb. Die Hündin tut ab 3 Wochen die Kleinen nur mehr im Stehen säugen. Die haben jetzt auch schon angefangen ein bisschen mitfressen. Sie interessieren sich schon ein bisschen fürs Dosenfutter und fressen sogar schon ein bisschen was vom Trockenfutter. Also jetzt geht es dann wirklich dahin. Sie haben schon zweimal die Krallen geschnitten. Der Tierarzt war schon da bei uns zu Besuch, hat schon die ganzen Hunde angeschaut. Sie sind zweimal schon enturmt worden. Also jetzt heißt es nur mehr aussuchen, schmeicheln, wachsen und dahin geht's. Ja, das war jetzt der erste Rüde. Jetzt kommt der zweite. Da zeige ich jetzt den zweiten Rüden im Wurf. Der ist ziemlich hell, ist ein bisschen zierlicher, ist super wuschig im Fell. Und hat ganz ein schwarzes Nasi. Und manchmal, das werdet ihr jetzt sehen beim Aussuchen, haben die Welpen auch so Besonderheiten, dass zum Beispiel nicht alle Zehen ganz tief schwarz sind. Da hat der auf der einen Zehen ein bisschen helles Stück. Das kommt auch öfter mal vor. Das ist das zweite Schnuckelchen. So, einmal rundum dran, dass man alles sieht von dir. Gell? Ja, und dein liebes Schnauzi. Gell? Okay, dann kommen wir zum dritten. Jetzt sind wir beim dritten, der ist in der Hand richtig schwer. Also das ist wieder ein großer. Vom Fell her auch schon super klasse, wuschelig. Und der greift sich, wie gesagt, schon an wie Blei verglichen mit dem zuvor. Gell, kleine Maus? Ja, kann man nicht ganz gut sehen in der Nahaufnahme, glaube ich. Und jetzt, sie langsam fangen an, einfach die Gesichter sich zu unterscheiden. Weil so bis 3 Wochen schauen sie eigentlich alle ziemlich gleich aus und dann schon langsam kommen die Gesichtszüge halt daher. Das ist wie mit Menschenkindern, Babys schauen für Fremde auch alle gleich aus. Diese Individualität entwickelt sie erst mit der Zeit. So, und jetzt zeige ich nur den letzten von den 4 Burschen. So, das ist quasi Nummer 4 bei den Rüden. Hell im Fell, helle Ohrli. Die Babys sind immer aus der Klone ein bisschen heller, der endgültige Farbton kommt später. Aber der ganze Wurf ist eigentlich eher hell. Gell? Ein paar haben so ein bisschen goldenes Haar, aber das dauert eine Zeit, bis das seinen Originalfarbton erreichen. Genauso wie das Fell, ein kleiner Goldi schaut manchmal fast aus wie ein kleiner Labrador. Das kann man gar nicht so auf den ersten Moment sehen. Diese Langhaarigkeit kommt erst zu mit 6 bis 8 Monaten und die endgültige Fellentwicklung, das richtig schöne, lange, wunderschöne Haar haben, das ist mit 2 Jahren dann. Okay. Ja, das ist der 4. von unseren Burschen. Winkst du meine da und sagst, hallo, hallo. Ja, bald kommen die Leute zum Aussuchen. Okay. Die werden mit euch durchtragen. Oh. So, und dann sitze ich wieder zurück ins Kinderwagen. Und dann kommen wir zu den Mädel. Das ist mein erstes Mädel. Die erste von 6, die ich euch jetzt zeige. Sie hat so ein bisschen goldene Ohrli. Ein ganz ein wirklich hübsches Mädchengesicht. Am Körper ist es relativ hell noch gefärbt. Und im Gesicht sieht man aber schon leichte goldene Spuren. Gell?
ganz eine schnuckige ist das. Und diese charakterliche Entwicklung, die ist natürlich von Tag zu Tag. Also die Hunde lernen jeden Tag was Neues dazu. Sie haben jetzt auch schon angefangen, dass sie sich ein bisschen für Spielsachen interessieren. Und in 2-3 Tagen schaut die Welt schon wieder ganz anders aus. So ein kleiner Welpe macht extreme Entwicklungsschübe. Also was gestern noch nicht gegangen ist, geht morgen auf einmal ganz von selber. Ja, dann kommen wir zur nächsten Maus. Das ist das zweite kleine Mädel. Da, 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 da. So. So zeigen wir die her, rund um und um. Ja. Okay. Alle sind schon recht gut in der Fellentwicklung und alle haben so wirklich einen total guten Ernährungszustand. Schauen wirklich super aus, die Welpen. Also da gibt es überhaupt nichts zu kritisieren. Sie sind interessiert und lebhaft und lustig. Wenn ich sie so in der Hand halte, holen sie sich ein bisschen Start, weil sie das natürlich jetzt befremdet bei der Filmerei, weil sie nicht genau wissen, was denn da heute passiert. Okay? Ja, dann kommen wir zur nächsten, das dritte Schätzchen. Das ist die dritte. Das ist so eine richtige Prinzessin. Der passt das gar nicht, wenn ich es da so herzeige. Okay? Die sagt, jetzt habe ich gerade so gut geschlafen. Und dann sollte ich mich da rundum dran lassen. Ist doch wirklich nicht so mein. Das ist auch ganz eine lichte Hündin, hat auch ganz helle Ohrli. Ja. Und wunderschön schwarzes Pigment, ein super schwarzes Nase und schwarze Bratzahl. Und die wirkliche Schönheit kommt natürlich von Woche zu Woche immer mehr zum Ausdruck. Dann kommen wir zur nächsten. So, das ist jetzt Nummer 4 bei den Mädel. Das ist die leichteste. So. Manchmal glauben die Leute dann, der kleinste Hund im Wurf oder der leichteste bleibt der kleinste, wenn er mal erwachsen ist. Das ist natürlich Blödsinn. Das ist so, wie wenn wir Zwillinge kriegen, die sind auch beim Geburtsgewicht vielleicht ein bisschen leichter. Und beim großen Wurf ist das ganz normal, dass sie sich in der Entwicklung dann im Gewicht ein bisschen unterscheiden. Aber Gott sei Dank sind sie ja keine Mostfackerl und es geht ja nicht nach Gewicht oder nach Kilo. Und wenn der Hund ausgewachsen ist, dann kann er der Größte vom Wurf werden. Also das ist nicht zwangsläufig gesagt, dass der in irgendeiner Form kleiner bleibt. Wir haben letztes Jahr mal so eine kleinere Hündin dabei gehabt und die haben es mir jetzt als Erwachsene gezeigt, das ist ein Murzbär geworden. Also lasst euch da nicht täuschen. Okay? Sie hat ein sehr ausdrucksvolles Gesicht und was bei der Kleinen sehr hübsch ist, die hat da so eine richtig schöne Abstufung und das ist bei den Goldie-Albe ganz schön. Okay? Natürlich hat es nur Babyface und alles muss sie erst entwickeln. Okay, das war Mädchen Nummer 4, wir kommen jetzt zur Nummer 5. Oh, nun. Mädel Nummer 5 schaut ein bisschen aus wie ein kleines Eisbärli. Das ist die allerhellste. Die hat wirklich fast weiße Haare. Okay. Ist natürlich schon genauso schön zottig und wuschig wie die anderen auch. Wenn man da so durchfährt, also richtig schöner, weicher Pelz. Okay. Muss das Fahle gescheit holen. Okay. Zeig dir Schnauze her. Oh. Es ist natürlich bei den Fotografien und Filmaufnahmen herinnen oder mit Scheinwerfer so, dass die Farbe ein bisschen verdäscht ist und nicht ganz so original ausschaut. Am schönsten wäre natürlich im Sonnenlicht. Nur bitte nehmt halt die Sonne mit zu Besuch, dann kann ich die nächsten Fotos draußen machen. Aber solange man es herinnen machen muss, schaut oft nicht ganz original aus, die Farbe. Ja, und zu guter Letzt kommen wir jetzt zur Nummer 6. Also die Hündin Nummer 6 greift sie auch richtig schwer an in der Hand. Okay? Hat auch so ein leicht goldenes Schnauze und ein bisschen goldene Ohrenspitzen. Ta-ta-ta-tam! Ein rundes Bauchi und ist wirklich schon ganz schön kräftig, wenn es da so in der Hand sitzt. Okay? Ja. Du bist ein richtiges Schnuckelchen. Dass sie die Letzte ist, heißt natürlich nicht, dass sie das Letzte ist, aber einer muss halt den Ersten und einer muss den Letzten machen in der Reihenfolge. Das ist so. Okay. Okay. Ja, ich hoffe, es habt wieder ein bisschen was sehen können. Und
Nächste Woche machen wir wieder ein neues Video. Und wenn so alle schön brav sind und die Sonne scheint und der Frühling jetzt tatsächlich kommt, können wir das draußen im Freien machen, weil bis jetzt war es ja übelst saukalt und schier. Aber wir geben uns Mühe und die neuen Fotos, da haben wir auch schon wieder was überlegt, die werden sicher ganz goldig werden. Also, dann darf ich noch winken. Bis bald. Baba!